R-E-W-I-N-S-I-D-E. Donald, hör auf so zu zappeln. Es ist gleich vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute der liebe Tobi. Was geht? Hallo. Hi. Was los, Tobi? Komm mal zu mir ran hier, ey. Du hast schon wieder einen Namen über deinen Kopf, Tobi. Nein, hab ich nicht. Was hast du da gemacht? So Zauberfritze. Tobi, was gibt's Neues? Pass auf, du hast mich hergerufen, weil du irgendeine krasse Invention hast. Aber Leute, erstmal Tobi mir erzählt, dass Tobi Folgendes nämlich hier hat. Und zwar ein neues Häusle. Schaut euch das mal an, Leute. Alter, was ist das für ein Baustil, Tobi? Was ist das für ein Haus, Digga? Das ist sehr neumodern. Also ich hatte mal gefragt, krass, dass sie mir da neumodern ist es sogar. Wahnsinn, nicht schlecht. Sieht also auf jeden Fall echt nice aus. Ist aber noch nicht fertig. Blauwale, ja gut, okay. Bauwale, ja, das also heißen die. Okay. Und was hast du jetzt hier vor, Tobi? Was sollte hier nochmal hinkommen? Pass auf, hier haben wir dein altes Waldingsbums gehabt. Aha, und hier ist eine kleine Grünfläche und haben mir überlegt, dass wir einfach irgendwie so einen kleinen Park, wo man sich hinsetzen kann. Finde ich nicht vielleicht verkehrt. Einen kleinen Brunnen, Bänke. Oder wir geben halt Patrick die Möglichkeit, hier wieder senden. Nein, das war natürlich ein Witz, Leute. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Plakate aufhängen. Denn wir haben ja gesagt, dass wir die Plakate abhängen, also nicht abhängen werden. Und natürlich sind wir Patricks Idee da nicht nachgekommen, haben die Plakate nicht abgehangen. Denn Leute, alle in der Stadt müssen wissen, dass Patrick auf jeden Fall jemand ist, der im Moment zum Kopfgeld ausgeschrieben ist. Und dementsprechend, Leute, müssen wir da auf die Unterstützung der Stadt natürlich hoffen und setzen. Aber Tobi, du hast noch was ganz anderes vor. Wir werden gleich nämlich nochmal hingehen und wenig ermitteln, Leute. Denn uns sind ein paar Erinnerungsfetzen zurückgekommen und wir haben eine leichte Vorahnung, wo sich eventuell Patrick aufhalten könnte. Aber ich würde sagen, dazu kommen wir später. Lass uns erstmal hingehen und erstmal in dein Haus reingehen oder was du mir immer zeigen wolltest. Ich glaube, ja, die Fabrik hier. Fabrik hier erwähnt, genau. Du kannst ja gleich mal raten, du hast mich ja gestern gefragt, was ist das hier? Du hast mich ja gestern gefragt, was man da machen könnte bezüglich Flammen, die man schießt. Was zum Teufel, ich habe mir da was überlegt. Hier wird das Ganze mit so. Ja, ich weiß nicht, hier ist eine kleine brennbare Flüssigkeit. Oder was ist das? Oder was ist das irgendwie? Okay, alles klar. Und die wird hier hochtransportiert. Mhm. Ist ein bisschen schwer, hier auf die Förderbänder zu gucken. Ja, aber hier oben. Ja, ich sehe das hier alles. Genau, okay, das siehst du. Hier oben wird dann ein kleiner Griff eingesetzt oder dieses ganze Gerüst eingesetzt. Ja. Und dann siehst du hier schon am Ende, kommen hier. Das ist ja super, super simpel. Das heißt, in der Kartusche ist quasi einfach nur dann das brennbare Öl oder was ist das? Schwarzpulver? Keine Ahnung, was es ist. Das weißt du wahrscheinlich besser. Ich habe das Gefühl, dass du es selber auch nicht genau weißt. Auf jeden Fall brennt es, Tobi. Auf jeden Fall brennt es. Also das ist die Hauptsache. Und anhand dessen kann man dann das Ganze hier, aber die Dinger, wo sind die denn? Die werden dann hier verpackt direkt schon. Okay, alles klar. Ich habe dir mal hier eins rausgenommen. Aber pass auf, noch nicht benutzen. Okay, sicher, dass das funktioniert? Ja, es funktioniert. Das ist kein Prototyp, der mir jetzt in der Hand explodieren kann oder sowas, Tobi. Ich warne dich. Du weißt ganz. Ist es schon, aber. Dann kannst du das auf jeden Fall vormachen. Komm mal, lass uns mal irgendwie was testen, wo wir das vielleicht dran testen. Also, wo man das eventuell anschauen kann. Wir können Hühner vielleicht eventuell? Oder? Oh, das ist gar keine schlechte Idee, natürlich. Ja, das können wir direkt mal machen. Dann können wir nämlich auch mal schauen, wie es in der Nahrungsproduktion da aussieht. Ja, da wird halt mit Druck diese Flüssigkeit rausgeschossen. Vorne ist eine kleine Flamme. Aber warte mal. Was ist denn, wenn ich das ganze Ding, was du da. Was ist das? Ist das aus Metall? Was ist, wenn das sich entzündet oder so? Das ist viel zu gefährlich, Tobi. Das können wir nicht in der Stadt ausprobieren. Stell dir mal vor, dass selbst wenn das. Wir haben hier Holzelemente, das ist eine Holzträgerbauschaft. Tobi, wenn das hier alles abfackelt, Alter, das möchte ich. Baby, alles gut, pass auf. Schau dir das mal an, wie viel Chicken hier drin ist. Verdammt gut. Ja, wir haben die Maschine hier ein bisschen gestoppt, weil wir hatten Überfluss an Eier und Chicken und alles. Aber pass mal auf, Guck dir dieses Hühnchen an. Okay, halt mal ein bisschen Abstand. Ja, ich gehe mal ein kleines Stück zurück. Vorsicht. Was? Hä? Und schon ist es verbrannt. Warte mal. Noch, lass uns mal rausgehen, das in der Wildbahn testen. Lass uns mal vor die Tür gehen, das draußen mal an einem Tier testen. Oder gib mir das Ding mal. Pass auf, du musst den Hebel unten betätigen und dann aufpassen. Es geht nicht, du musst mir die Munition dafür natürlich auch geben, Tobi. Ach so, ja, die habe ich gerade leer geschossen. Ja, dann komm mal her. Pass mal auf, okay, und jetzt? Und wie? Warte mal, wie funktioniert das jetzt? Hey, das funktioniert einfach nicht, ich weiß nicht. Pass auf, nimm mal den Tank in die Hand. Ich brenne, ich hab gesagt, dass das keine gute Idee ist, Tobi, das Ding ist viel zu gefährlich. Nein, aber guck mal, pass auf, es hat doch funktioniert. Ja, wenn ich den Tank in der Hand habe, natürlich, klar, dann zieht es sich das mal raus. Okay, pass mal auf, ich will das jetzt hier draußen mal einem wilden Tier ausprobieren, pass mal auf. Stirb! Alter. Guck mal, und so kann man natürlich auch Gegner abhalten und so kann man natürlich auch Gegner, töten, wenn du es unbedingt brauchst. Nicht verkehrt. Verdammt geil. Tobi, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, du hast mir gesagt, dass du sowas machen willst. Ich hab gesagt, mach ihm Feuer unterm Hintern, aber du hast es wörtlich genommen. Oh Gott, aber man muss. Wir sollten auf jeden Fall einen Eimer Wasser oder sowas dabei haben. Ja, das ist auf jeden Fall immer. Aber es kann schon mal. Ich glaube, es ist nicht. Nee, es zündet auf jeden Fall keine Gebäude an, Gottes Willen. Es ist nur dieser kleine Sprühnebel an dieser Flüssigkeit. Mhm. Der zündet nicht viel an. Der kann halt wie weit schießt das?
getroffen. Oh, verdammt, schießt nice. Du ja sehr weit. Oh, du siehst ja nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Pass mal auf, warte mal, ich bleib mal hier vorne stehen. Ja. Alter. Warte. Ja, oh, geht noch. Nicht verkehrt, Alter. Ziemlich nice. Können wir in die Höhe schießen, dann sieht man ja, wie weit. Ja, ja, oh, ja, ja, richtig nice. Geil. Vor allem die Kombo aus Schwert und eventuell einer anderen Schusswaffe aus dem Ding. Verdammt stark, verdammt stark. Aber ist das nochmal, ich meine, wieso steht unser Zeppelin hier vorne? Was ist das denn für? Ach, das ist das alte von dir, richtig, was du ausprobiert hattest. Ja, wenn du den meinst, der ihn nicht bist, ja. Bist du dir denn wirklich sicher, dass ich meine, keine Ahnung, ob das Patrick abhalten wird, diese kleine Waffe? Ich weiß ja nicht. Vielleicht brauchen also, wir. Also, er wird auf jeden Fall. Ich meine. Aber wenn du den Flammenwerfer in der Hand hast und ihn anfeuerst, wenn du ihn dann voll unter dem Hintern machst. Ich würde zu gerne dieses Lager finden von ihnen. Ich würde zu gerne dieses Lager rein und einfach alles niederbrennen von diesen dreckigen Bastarden. Ja, wir wissen halt nichts mehr, das ist das Problem. Wir sollten uns vielleicht mal hier irgendwo umschauen. Ich meine, vielleicht finden wir irgendwie wieder heraus, wo es ist. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir waren auf jeden Fall außerhalb der Mauer, das ist ganz klar. Aber das Zeppelin habe ich zum Beispiel nicht gesehen und Lass uns mal die Mauer einfach umrunden. Vielleicht kommt uns ja irgendwas in den Sinn, was uns bekannt vorkommt. Und heute Abend generell, Leute, heute Abend um 19:30 gibt es natürlich wieder Livestream. Heute Abend bin ich dafür, dass wir, ich weiß nicht, wir sollten auf jeden Fall gemeinsam irgendwie gucken, dass wir vielleicht einen von denen festsetzen und ihn irgendwie befragen, wo das Ding sich. Warte mal, der Bär hier vorne. Oh. Kommt der dir bekannt vor? Warte mal. Warte, guck mal, wir standen doch gestern hier, wir sind doch hier an diesem kleinen Teich vorbeigelaufen. Und du hast doch. Hast du nicht gestern gesagt, wir sollten zur Holzmauer kommen? Ja, warte mal. Ja, da ist die Holzmauer, das stimmt. Und da standen wir für kurze Zeit, aber wo waren wir davor? Wir müssen ja hier irgendwo, aber glaubst du wirklich, dass diese Idioten direkt ihr Lager an der Stadt haben? Das halte ich für unmöglich. Das weiß ich, also, ich meine, ja, schau mal, das kann natürlich auch nur Gift gelegen haben, wenn ich mich recht entsinne, wir sind wahnsinnig lange sind wir gelaufen. Zurück und das stimmt, hin das stimmt. Und die Hinreise hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Vielleicht, lass uns mal hier vorne schauen, vielleicht in irgendeiner Höhle oder sowas, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht, irgendwo, vielleicht, hier ist vielleicht nur, warte mal, hier im Wasser eventuell, nee, hier? Ist nichts, oder? Hier sind Fackeln, aber, nee, ich denke nicht, dass es, oh! Ich glaube, was denn, alles gut? Alles gut, ja. Ich bin hier bloß ganz schön runtergefallen. Aber, ist ein riesiges Loch, geht's hier irgendwie? Naja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es hier ist. Das wäre auch zu auffällig. Ich glaube nicht, dass die einfach ihren Eingang mitten in ein Loch packen, oder? Also, ich denke, sie haben den schon ziemlich gut versteckt. Aber wo könnte man denn einen Eingang ziemlich gut verstecken? Ja, Tobi, das müssten wir wohl am besten wissen. Das stimmt eigentlich. Wasser ist auf jeden Fall auch nicht. Das wäre auch zu dumm. Das wäre direkt an der Mauer. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, die Frage ist halt sowieso, ob das hier überhaupt ist. Ich meine, vielleicht sind die noch ein Stück weit außerhalb, wenn du verstehst. Kann ja sein, dass die. Auf der anderen Seite, überleg mal, wie schnell die in der Stadt wieder gewesen sind. Hier, warte mal, komm mal hier. Ja, ich bin hier. Hier ist ein Lager, ein kleines, oder? Hier geht die Leiter runter. Warte mal. Was ist hier? Ich weiß es nicht. Ach du, oh Gott, eine Biene. Lass uns mal schauen, ob hier vielleicht irgendwo. Warte mal. Hier ist noch eine Leiter. Hier war auf jeden Fall jemand. Ja, definitiv war hier jemand. Meinst du, die haben hier was ausgekundschaftet, oder? Ich weiß nicht, wie weit das hier noch. Geht. Lass uns mal vorsichtig runter. Wir können die Fackeln hier verfolgen. Halt den Flammenwerfer im Anschlag, okay? Ja, aber ich muss aufpassen, dass ich dich nicht erwische, aber. Ja, Sackgasse, verdammt. Jetzt. Ah, Mann! Hier geht's um die Ecke, warte mal. Warte, hier ist ein Labyrinth. Hä? Ich hab gerade hochgeguckt, hier ist ein Labyrinth hier. Ja, das ist. Tobi, ich weiß nicht, ob das hier so sicher ist. Vielleicht sollten wir. Wollen wir lieber nicht, dass hier irgendwelche Fallen sind. Ich hab keine Ahnung, ich glaube, genau das wollten die von uns. Ich glaube, genau sowas. Ja, schau mal hier, ich hab was gesehen! Wo bist du? Hier, guck! Wo? Schau hier! Ich hab mich verlaufen, komm her zu mir! Oh, ja! Hier. Waffenständer! Lass uns mal hier runtergehen. Lavaflüsse! Achtung, die Strickleiter, pass auf! Ja! Hier ist ein Gitter! Was ist hier? Absolut keine Ahnung! Warte mal, ich versuch mal... Moment mal! Soll ich dir helfen? Okay. Ja! Warte mal. Was ist das hier? Ein Käfig oder sowas. Haben die jemanden Hier, ey, komm mal her. Was hier denn? Hoch. Wo bist du? Hier bei mir. Ja. Guck mal, hier hing. Warte, hier ist ein. Hier hing ein Käfig, guck mal. Siehst du das? Meinst du, dass das von denen hier ist? Glaube nicht. Verschwinde, Enderman, sonst zünde ich dich an. Weg mit dir. Der ist weg. Aber hier hing Käfig, hier wurde jemand gefangen, aber ich weiß nicht, ob das von denen ist. Lass uns mal lieber hier rausgehen, das mit den ganzen Monstern und sowas macht mir ein bisschen Sorgen. Pass auf, lass uns einfach nach oben gehen, komm, wir bauen uns einfach hier hoch. Das ist mir, das hier ist mir irgendwie zu suspekt, ich weiß.
Die wollen wahrscheinlich, dass wir danach suchen. Oh Gott, dann, ja, eben genau. Wer weiß, dann fallen wir genau in solche Fallen. Eben genau, wer weiß, wie viele Geheimgänge die angelegt haben, um genau so etwas zu verursachen. Nein. Wir sollten auf jeden Fall, wenn wir das machen, Tobi, dann sollten wir definitiv mit den anderen zusammenarbeiten. Selbst wenn Baloui und Kevin uns nicht unterstützen wollen, können wir nicht auf jeden Fall jetzt hier auf eigene Faust irgendwas machen. Das nein, ist, nein, oh nein. Gott, der Enderman! Oh, Baby, pass auf, ah! Das Schwert. Ich, oh, er, Baby, da, ah, bist du? Hilf mir, oh, Gott, er hat mich runterteleportiert. Hä? Was zum Teufel, ja? Oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Okay, lass uns hier schon neulich raus. Ich will hier definitiv raus. Das ist viel zu gefährlich hier, Tobi. Der hat mich gerade halb tot geprügelt. Okay, wir wissen auf jeden Fall den Weg hier hin, falls das mal irgendwie in irgendeiner Weise wichtig sein sollte. Aber hier sind die Fackeln wieder. Hier können wir ja wieder hoch. Ja, komm einfach hinter mir. Alles gut. Komm einfach hinter mir. Ich baue hier einen kleinen Eingang nach rein, damit wir den noch wiederfinden. Das heißt, hier in der Gegend ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass deren Hauptlager hier ist. Aber der Flammenwerfer auf jeden Fall ist schon eine ziemlich nette Angelegenheit. Ich glaube, dass wir den auf jeden Fall damit, wenn wir das nächste Mal sehen, definitiv Respekt einflößen können, was wir auf jeden Fall brauchen. Denn vor allem auf diese Reichweite. Ja. Ich meine, bis die mit ihrem Schwert bei uns sind, sind die schon lange. Da stimme ich dir vollkommen zu. Glaubst du, ganz sicher ist das Ding noch nicht? Das ist immer noch ein wenig gefährlich, oder? Kann das sein? Naja, was heißt gefährlich? Man kann sich halt selbst anzünden, wenn man die Flüssigkeit auf seinen Arm spült, aber... Ja, zum Beispiel so wie ich eben. Man sollte halt aufpassen, dass wir müssen auf jeden Fall gucken, dass Wasser einmal zu unserer Standardausrüstung gehört. Definitiv. Das sowieso. Bist du gerade hinter mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. Okay, pass mal auf. Ich glaube, hier geht's irgendwo hoch, dann sollten wir auch gleich schon wieder draußen sein. Was war das gerade? Wen gehört das hier? Ich habe keine Ahnung, Tobi. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht geheuer. Vielleicht waren wir kurz davor, dass wir hier irgendwas ausgelöst haben. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, was wir jetzt hier machen. Lass uns mal hier ein kleines Loch buddeln und dann merken wir uns diese Position. Ist das klar? Das heißt, wenn wir hier quasi das nächste Mal sind, wissen wir, dass da unten irgendwas ist. Wir sind direkt in der Stadtnähe. Schau mal. Hier geht irgendwas vor sich, Tobi, was mir ganz und gar nicht gefällt. Aber Leute, ich würde sagen, das ermitteln wir heute Abend alles um 19:30 Uhr im Livestream. Schaut auf jeden Fall heute Abend wieder rein. Es wird sich definitiv lohnen. Fette Action ist geplant. Und ich würde sagen, das war's von dieser netten Folge von Minecraft Empire. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Tobi vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.